Hi, Scarlett hier mit Yu-Gi-Oh! DeathPro hier bei Super Funtime. Ich habe gestern Abend eine Umfrage auf Twitter gemacht, was ihr denn davon halten würdet, wenn ich ein paar Yu-Gi-Oh! Videos machen würde. Und es kam durchgehend positiv an, so wie ich das mitbekommen habe. Und deswegen erstellen wir einfach ein schnelles Single, unranked. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich absolut keine Ahnung mehr habe von Yu-Gi-Oh! Beziehungsweise von den normalen Battles. Ich mache halt ab und an super gerne Puzzles. Aber ich habe einfach mal versucht, ein Deck zu rekonstruieren, das ich früher gespielt habe, nämlich das Lightsworn Deck. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die halt einfach irgendwann das Meta waren und nie wieder aus dem Meta gegangen sind, weil sie immer noch fucking OP sind. So, was machen wir denn hier? Wir können eine Karte haben. Kann ich mir angucken, was ich auf den Friedhof geworfen habe? Leider nicht. Schade. Irgendeine Karte werde ich mir jetzt auf die Hand nehmen müssen. Komm hier. Lumina ist immer ziemlich gut. Ich hoffe einfach mal, ihr kennt die Regeln von Yu-Gi-Oh! So weit es geht, dass ich einfach nichts erklären muss, sondern mich in die Duelle stürzen kann. Ich werde das Ganze live kommentieren, so ein bisschen wie Ranked Rumble, nur ohne das Ranked. Was machen wir denn bestenfalls? Ich kann ja nicht viel machen. Wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Lightsworn auf dem Friedhof. Was bedeutet, Judgment Dragon ist in reichbarer Nähe. Setzen wir einfach Raikou. Dann haben wir wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden schon den Judgment Dragon auf dem Feld und dann ist schon gewonnen. Das Core von den lichtverpflichteten Decks ist halt einfach, so schnell wie möglich den Judgment Dragon aufs Spielfeld zu bekommen, weil wir dann 1000 Lebenspunkte zahlen können, um alle Karten außer ihn auf dem Spielfeld zu zerstören. Und dann haben wir freie Bahn direkt anzugreifen. Und den kann man halt einfach spezial beschwören, wenn man 4 unterschiedliche lichtverpflichtete Monster auf dem Friedhof hat. Und so spielt sich eigentlich jedes Lichtverpflichtete. Also jede Karte, die wir hier aktivieren, wirft Monster aus dem Deck auf den Friedhof, beziehungsweise einfach Karten vom Deck auf den Friedhof. Ja, warte. Mal schauen, haben wir jetzt 4 verschiedene? Tragödia, scheiße. Tragödia wäre sogar nützlich gewesen, egal. Das passt schon so. Wir können nämlich jetzt einfach Flip beschwören und dann nochmal ein paar Karten vom Deck auf den Friedhof werfen. Inklusive hier eine dieser Karten zu zerstören. Denn eventuell stellen die ja auch ein Fred dar. Das ist schon häufig genug passiert, dass ich einfach eine bodenlose Fallgrube. Oh shit. Du kannst die Aktivierung eines Effektes annullieren. Nee, das ist aber kein Effektmonster. Was will der? Du kannst annullieren, der aktiviert wird. Oh shit, wenn ein Monster als Normalbeschwörung beschworen wird. Falls du dies tust. Achso. Ist ja zum Glück keine Normalbeschwörung. Wir können eine auf die Hand nehmen. Im Endeffekt ist es ja eigentlich ziemlich egal, was wir auf die Hand nehmen. Nehmen wir die hier. So. Können wir die gleich beschwören? Na? Die hier wird er auf jeden Fall nicht aktivieren können. Puh. Na komm schon. Wenn du die bodenlose hast, bitte dann jetzt sofort einsetzen. Fände ich schon ziemlich sick. Reißender Tribut. Nice. Nach einer besseren Voraussetzung hätte ich gar nicht fragen können. Das, was jetzt noch am geilsten wäre, wäre natürlich, wenn hier keine Bodenlose dabei ist. Bitte. Activate mal. Dankeschön. Come on. Kann er es negieren? Nice. Jetzt möchte ich noch schnell schauen. Habe ich bisher? Nein. Alles klar. Das, was am ärgerlichsten ist, ist halt einfach, wenn man einen Judgment Dragon auf dem Friedhof hat, weil dann brauche ich die Monster-Reinkarnation, um das wieder auf die Hand zu holen.
Na komm, ich will das bitte hier offen haben. Ich will sicher gehen, dass ich kein Judgment Dragon auf dem Friedhof habe. Also so wie es aktuell aussieht, scheint das Lightsworn-Deck noch ein bisschen was reißen zu können. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur Glück. In jedem Falle bin ich schon ziemlich... Oh, shit. Ja, jetzt ist verloren. Oh, damn. Jetzt ist verloren. So. Muss als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem du ein Licht- und Finsternismonster von deinem Friedhof verbannst. Dürfte ich haben. Das sehe ich, wenn... Ja, habe ich. Alles klar. Wo ist mein Finsternismonster? Wo ist mein Finsternis? Muss ich erst das Licht wählen, oder was? Ja, okay. Für dich werde ich keine Verwendung mehr haben. Pff, ja, komm, Tragödia. Alles klar. Dann kann ich dich beschwören. Eine Karte abwerfen. Oh, ich glaube, eine Karte konnte durch die Verteidigung des Gegners. Mische das Monster. Moment. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, vor der Schadensberechnung mische das Monster ins Deck. Während jeder deiner Endphasen. Alles klar, perfekt. Dann haben wir das schon mal geklärt. Nö, brauche ich nicht. Honest werde ich heute nicht brauchen, hoffe ich. So. Und jetzt ist eigentlich schon... Ich möchte nichts sagen, aber ich glaube, ich möchte mal behaupten, das ist fast schon in der Tasche. Okay, einen Wolf haben wir auch noch auf dem Friedhof bekommen. Alles klar. Wenn das hier jetzt keine Spiegelforce ist, ich glaube, der hat doch am Anfang eine Spiegelforce, Mirror Force. Hat er nicht. Das war bestimmt ein anderes Duell. Ich beiß mir so unglaublich... GG. Okay, er schreibt GG. Alles klar. Dann, ich könnte jetzt noch ein bisschen was, ich könnte jetzt noch eine XYZ-Beschwörung machen. Wie heißen die eigentlich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Exceed-Beschwörung machen oder sonst noch was. Fick dich hart. Oh mein Gott, ich hasse es. Lach halt wie so ein Hurensohn. Oh mein fucking Gott, ich wusste es. Ich hab's erraten, es ist eine fucking Mirror Force, natürlich. Wow. Ich hätte es ahnen müssen. Zumindest irgendeins meiner Viecher. Ey, das wäre ein sicherer Gewinn geworden, wenn ich alleine mit Honest angreife. Ich hätte einfach alles andere in die Defense packen müssen. Oder zumindest eins. Wie zum Fick hieß er nochmal? Egal. Den krassen Schwertkämpfer-Fuzzi. Motherfucker. Wow. Ja, aber das ist okay. Ich glaube, ich habe nicht so viele Judgment Dragons auf dem Feld. Er hat jetzt bis zum... Oh, das ist doch unglaublich. Falls diese Karte ein Monster deines Gegners angreift, erhält sie nur während des Damage Step 300 Angriff. Während... Das finde ich vollkommen in Ordnung. Endphase. Komm, ein Wolf bitte. Nein! Und es... Oh Mann. Habe ich noch einen Judgment Dragon? Pot of Duality. Also wenn er jetzt nichts Anständiges zieht, Rücke aus der anderen Dimension, hat er irgendwas? Nee, hat er nicht. Alles klar. Dann ist eigentlich... Oder er kann... Er kann Tragödia und... Nee. Er hat Rücke aus der anderen Dimension nicht gewählt. Na gut. Dann... Können wir eigentlich nicht viel machen, außer anzugreifen. Wolf können wir leider nicht normal beschwören. Der wird nur beschwert, wenn er auf den Friedhof kommt. Okay, Necro Gardener, das heißt, wir sind zumindest sicher, wenn er angreifen möchte. Wenn er das irgendwann wollen würde. Und selbst wenn, wir haben viele Lebenspunkte und dann können wir... Gold, der Gesandte der Finsternis. Aufs Feld holen. Ich glaube einfach mal, ich möchte nichts sagen, aber ich glaube einfach mal, wir haben gewonnen. Wolf können wir jetzt beschwören. Außerdem, weil wir Wolf abge... Können wir nicht? Egal.
Special, was hat denn viel Angriff? Beziehungsweise Abyss Dweller. Nee. Die hier, das war die Exceed, die eigentlich ziemlich sick war. Ich hoffe einfach mal, das reicht aus und er ist jetzt nicht irgendwie 2000. Alles klar. GG. So, Light One. Nummer 2. Als Replay speichern. Wunderbärchen. Das war jetzt ziemlich kurz. Ich mache einfach mal noch eins. Und alles klar, der letzte Gegner hat disconnected. Das finde ich nicht gut. Ich mag es nicht, wenn Leute disconnecten. Machen wir einfach noch eins. Hoffen wir einfach mal, dass ich Glück habe und der Gegner hier jetzt nicht eine verdammte Pussy ist. Vor allem die Sache ist, es war noch total offen. Egal. Starten wir. So, den guten alten Stein. Ich glaube aber fast, ich möchte das Deck wechseln bis zum nächsten Mal. Ich möchte jedes Video einfach mal ein anderes Deck ausprobieren. So ein bisschen rumprobieren. Finde ich schon ziemlich cool. Zumal Lightsworn nicht mehr Meta zu sein scheint. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, er ist einfach nicht schnell genug. Yu-Gi-Oh! Ist zu einem richtig, richtig schnellen Spiel geworden. Und das hier ist meines Erachtens nach einfach alles andere als schnell. So. Ups. Ich habe die Zauberkarte verwechselt. Ich dachte, das wäre was anderes, aber das ist okay. Irgendwas kann ich ja abwerfen. Zumal 2. 2 von 4. Urteilsrache ist schon drauf. Haha, wieso das? Ist er schon wieder der gleiche Gegner, den ich schon mal hatte? Kann das sein? Habe ich irgendetwas verpasst? Oder hatte einfach so lang kein Lichtverpflichtetes mehr gesehen? Ist das mittlerweile lustig geworden, Lichtverpflichtete zu spielen? Bin ich echt so alt? Spiele ich ein so veraltetes Meta? Wenn das Monster deines Gegners einnimmt, bitte eine zufällige Art, rät der Typ die Karte auf die Hand zurück. Oh, das ist echt hart beschissen. Möchte ich so anmerken. Ich könnte jetzt... Empfänger? Oh. Krass. Ich wusste gar nicht, dass es Empfänger gibt. Also ich wusste schon natürlich, dass es Empfänger gibt. Aber was möchte ich... Ja, komm. Bam, bam. Und fick dich. Ich zerstöre einfach alles. Das war nicht gut. Ich dachte, er zerstört alles außer den Black Rose Dragon. Ich sollte mir vielleicht Effekte durchlesen. Oh Manno, warum bin ich so dämlich? Wow, ich hätte mir das für einen Moment aufheben können, wo er irgendwelche krass zerfickenden Viecher hat. Okay, aber ich habe immerhin eine Sache gelernt. Dieses eine Viech da ist ein Empfängermonster. Und damit kann ich den Black Rose Dragon spielen. Ja, aber das ist schon völlig okay. Ich kann, einen meiner Necro-Gardener bannen, um... Ne? Wisst ihr Bescheid. Alles klar. So, Schaden kann er mir jetzt eigentlich... Ja, komm. Ich gehe das Risiko einfach mal nicht ein. Ich hab ziemlich sichere Karten in der Hand. Ich habe Gors. Ich habe den Judgment Dragon. Und ich habe theoretisch noch einen Empfänger. Deswegen sollte ich alles sicher angehen. So, was macht er? Was kann der? Eigentlich möchte ich nichts einsetzen.
eine Karte zerstören, dich. Mirror Force. Es ist immer eine fucking Mirror Force. Jetzt mal ohne Mist. Es kann gar nichts anderes sein als eine Mirror Force. Kann ich noch irgendwas Tolles einsetzen? Ja, komm. Ich kann den zumindest setzen. Denn wenn ich nochmal 1000 Lebenspunkte zahle, um irgendwas Crazyes zu machen und alles andere zu zerstören, kann ich den hier auch wiederholen. Nö. Was ist das? Du kannst... Alles klar. Mir kommt sein Deck bekannt vor. Ich glaube, ich habe wirklich nochmal... Ich spiele einfach wirklich nochmal gegen ihn. Und deswegen hat er gelacht. Aber im Endeffekt ist es ja... Ist es ziemlich, ziemlich hart, egal was er spielt. Wir können den beschwören. Möchte ich das? Ich möchte es eigentlich nicht. Ich aktiviere einfach mal. Ich meine, dann habe ich immerhin freie Bahn. Habe ich irgendeins, das kein Empfänger ist gerade? Nee, schade. Ja, was soll's, dann greife ich halt einfach an. No! Ich habe einen weiteren Judgment Dragon auf dem Friedhof. Das ist schade. Wenn er jetzt keine krassen Plays macht, dann ist es eigentlich ein ziemlich sicheres Spiel. Das ist das, was ich meine. Das komplette Deck basiert halt einfach auf den Judgment Dragon Core. Und sobald der einmal auf dem Feld ist, ist es eigentlich schon... ziemlich hart am gewonnen sein. Vorausgesetzt, er macht jetzt keine krassen Plays. Okay, das ist meines Erachtens nach nichts Gefährliches. Ich bin mir halt nie sicher. Ich bin, um ehrlich zu sein, auch ziemlich ruhig gerade. Was kann sie denn überhaupt machen? Während du kannst drei billige Karten in einem oder mehr Friedhöfen wählen, verbanne sie und falls du dies tust, erhält diese Karte für jede 200 Angriff. Das ist gefährlich. Das ist echt ziemlich gefährlich. Das möchte mir nicht gefallen. Aber weißt du was? Ich lasse das einfach durchgehen. Der zerstört jetzt einfach beide. Ich hätte tatsächlich darauf gehofft, dass er... Ah, schade. Weißt du was? Ich aktiviere einfach jetzt den Necro Gardener. Weil dann ist gewonnen. So. Bye, bye. Ich mache mir zu viele Gedanken. Ich spiele verdammt nochmal Lichtverpflichtetes. Alles klar. LW Nummer 3. Das ist kein LS. Das ist L Lightsworn. Ich speichere mir einfach gerne Replays ab. Ja gut. Das war jetzt tatsächlich ein ziemlich schnelles, abschließendes Duell. Aber das ist das, was ich am Anfang meinte. Lichtverpflichtet war halt Meta und wird wahrscheinlich nie wieder aus dem Meta raus. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es viel, viel sickere Decks gibt. Und das werde ich mir beim nächsten Mal anschauen, wenn ich mir ein sickeres Deck zusammenbaue. Eins, das richtig schnell ist. Ich möchte mich ein bisschen mehr ins Meta reinlesen, weil ich bin jetzt tatsächlich richtig wieder auf den Yu-Gi-Oh! Trip gekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.